Das ist mal ein lustiger Wintergast hier. Den habe ich gefunden, dass er bei minus 1 Grad draußen durch die Gegend gerannt ist. Und der wog nur 200 Gramm. Das hat er natürlich nicht überlebt. Jetzt mittlerweile habe ich ihn einen Monat. Ja, schläft aber 5 Tage, dann wird er hochgepäppelt. Jetzt wiegt er aber auch schon mindestens 800 Gramm. Der ist echt ganz zahm geworden. Na, kleiner. Warte, ich habe hier mal ein paar Würmchen für dich. Der steht nämlich total auf Mehlwürmer. Ja. Weil ich ein Kampfhund, glaube ich. Da ist noch einer. Sehr. Oder was er auch richtig toll findet, sind Grillen. Ups, jetzt mal eine Top-Kameraführung. Eigentlich umschmeißen. Ah, Vorsicht, sie hauen sonst ab. Oh, jetzt hat er die Würmer entdeckt. Schnell kurz verstecken. Schnappt ihr das Hörnchen an. Komm mal her. Ja, wenn man so einen Igel findet, das ist ganz wichtig, dass man den erstmal zum Tierarzt bringt, weil die erstmal ganz viele Flöhe haben, die kleinen Schlawiner, und Lungenwürmer. Dagegen müssen die erstmal geimpft werden und entwurmt und entfloht. Andere lustige Wintergäste, nämlich meine Schildkröten, habe ich in meiner Küche. Und zwar in so einem lustigen 1,50 Meter Gartenteich. Für die wäre es draußen zu kalt. Also schwimmen sie hier ein bisschen rum. Hier immer wichtig, dass man das Wasser oft genug wechselt, aber es gibt auch einen sehr guten Filter drin. So einen dicken Gartenteichfilter. Und die sind auch echt zahm eigentlich. Na Jungs, ein bisschen Würmchen noch vielleicht gefällig. Das ist Gamera, der Freund von Godzilla. Eine Geldwammschildkröte. Was ist das hier? Was ist das los? Freund des Männchen, aber Schildkröten, ey, fressen eigentlich nur im Wasser. Die schnappen zwar hier vielleicht mal zu. Auch hier wieder wichtig, dass man die richtigen Lampen hat. Die müssen ja spezielles Licht haben, sonst gehen die Panzer davon kaputt. Dann haben wir die Mississippi-Löcker-Schildkröte, Rotbauchschmuck-Schildkröten. Ja, das ist schon eine lustige Truppe. Aber die hoffen natürlich auch, dass bald wieder warm ist, damit ich sie wieder zum Gartenteich setzen kann. Sehr interessant auch. Diese Wintergäste, das sind Wildfänger aus Spanien, Barben, Blaubandbärtlinge, Wildkarpfen, einige Sonnenbarsche, Krebschen, Schlammschmerl. Die werden dann auch im Sommer schön auf die Teiche verteilt. Ja.
würde natürlich am liebsten ein paar Mücken laufen. Ja, alle hoffen wir, dass bald wieder wärmer wird, damit ihr alle wieder raus könnt.